Und da sind wir wieder, back in action bei den fünf Freunden, die noch nicht wirklich auf Schatzsuche gehen können, denn sie haben in der letzten Folge von Onkel Quentin Hausarrest bekommen. Die Strafe des Jahres, die schon immer gezogen hat. Und jetzt müssen wir gucken, was wir tun. Ja, die mampfen einfach immer noch, das ist einfach unglaublich. Na klasse, unser erster richtiger Ferientag und Onkel Quentin ist schon auf 180. Was ist denn überhaupt los? Ich verstehe gar nichts mehr. Ja, ihr seid hier hingegangen. Ihr wollt etwas? Wollt ihr mir auch sagen, was? Nee? So, ist die Türspalte immer noch da? Ja, meine gute alter Freund, die Türspalte. George! Fang jetzt nicht schon wieder an. So, geht es jetzt? Ja, jetzt geht's. Hoffentlich fällt der Schlüssel auch genau auf die Zeitung. Der gute alte 0815-Trick. In einem Dutzend Wimmelbildspielen durfte ich mich daran bewähren. Und jetzt... Toll. George, nimm jetzt verdammt nochmal diesen Schraubenzieher und tu, was ich dir befehle. Okay, dann nimm das Taschenmesser und tu, was ich dir befehle. So müsste es funktionieren. Ah, jetzt geht's. Psst, seid leise. Am besten ihr wartet hier draußen. Du auch, Timmy. Wow. So eine bedrohliche Musik habe ich ja noch nie gesehen. Also ich will jetzt nicht sagen, dass er aussieht wie Schweinchen Dick, aber... Doch. Genau das tut er. Ah, diese wunderschön eingerichtete Wohnung, ah, dieses wunderschön eingerichtete Zimmer, diese geile stylische Tapete, ey. Die will sich aber auch gar nichts angucken, die dumme Kuh. Ja, George, wenn du dir nichts angucken willst, dann... Nein, George, siehst du diesen Tauchanzug nicht? Und jetzt? Ja, offener Kleiderschrank. Was denn? Muss ich jetzt... Taschenmesser, Walte deines Amtes. Manteltasche da. Ja, N. Das hilft auch super. Seht mal, was ich gefunden habe. Aber wozu könnte dieser Schlüssel passen? Es sieht aus, als wenn der Schlüssel zu einem Puppenhaus gehört. Ja, in eine normale Zimmertür passt der bestimmt nicht. Lass mich mal in Ruhe nachdenken. Ein Schließfach? Oder eine Tasche? Mensch, ich hab's! Der Schlüssel gehört bestimmt zu einer Tasche oder einem Koffer. Ja, und was war das denn? Ja, also, N weiß ja, wofür, wie Puppenhäuserschlüssel aussehen. Das ist einfach. Da ist der Plan. Super. Ich hab doch gewusst, dass dieser Typ dahinter steckt. Jetzt muss Dad mir glauben. Kommt, das müssen wir ihm erzählen. Wartet. N, du bleibst besser hier und passt auf, dass der Professor nicht abhaut. Okay, aber beeilt euch. Oh ja, N abzustellen ist sicher die beste Idee überhaupt. Ganz bestimmt. Na, George? Hast du mir was zu beichten? Willst du mir nun meinen Schiffsplan zurückgeben? Dad, der Professor hatte den Plan geklaut. Du musst mir glauben. Wir haben den Plan gerade in seinem Koffer gefunden. Stimmt, wir sind Zeugen. Genau. Wir wissen auch, warum er ihn genommen hat. Er sucht nach einem Schatz. Gestern beim Abendessen konnte ich ihn belauschen. Er telefonierte mit seinem Komplizen. Es ging dabei um einen Schatz in unserem Wrack. Was? Das gibt's doch nicht. Das sind doch alles Ammenmärchen. Nach diesem angeblichen Schatz haben schon viele vergeblich gesucht.
Gefunden hat ihn natürlich noch niemand. Und ich kann euch auch sagen, warum. Es gibt ihn nämlich gar nicht. Ich glaube, diese ganze Geschichte mit dem Schatz hat sich der alte Fischer ausgedacht. Der alte Seebär hat uns schon so manchen Bären aufgebunden. Halt! Sie dürfen nicht gehen! Bitte, bitte stehen bleiben! Nein! Also ich will jetzt nichts sagen. Aber nicht, dass ich das hätte vorsagen können, dass es genauso ausgeht. Und wahrscheinlich jeder von euch auch, aber... Es tut mir so leid. Ich konnte ihn nicht aufhalten. Er hat mich einfach zur Seite geschoben. Dieser Rüpel! So ein Mist. Wir müssen hinter ihm her, oder hast du eine bessere Idee? Nein. Wo will der Professor bei dem Sturm bloß hin? Keine Ahnung. Bestimmt wartet schon der Komplize, mit dem er vorher telefoniert hat, irgendwo auf ihn. Ja, aber man muss auch sagen, also normalerweise hat Anne, das wissen wir ja, einen sehr überzeugenden Charakter. Sie schafft es ja normalerweise immer, irgendwelche Charaktere um den Finger zu wickeln. Aber dieser Professor scheint ein Herz aus Stein zu haben. Er lässt sich nicht mal von einem 10-jährigen blonden Mädchen um den Finger wickeln. Ein eiskalter Typ, sag ich euch. Der ist brandgefährlich. Halt, Georgina, was ist denn jetzt schon wieder los? Der Professor! Anne sollte aufpassen, dass er nicht abhaut. Wir müssen die Polizei holen. Nun mal sachte. Mit dir geht ja die Fantasie durch. Es ist doch noch nichts passiert. Ich habe meine Schiffszeichnung wieder und der Professor wird sich ja auch bald wieder auftauchen. Dann hat er mir zwar das mit dem Plan zu erklären, aber im Übrigen hat er schon gezahlt. Er kann also tun und lassen, was er will. Aber der Schatz! Das ist doch alles Seemannsgarn. Geht lieber spielen und lasst mich jetzt noch ein wenig arbeiten. Ach ja, noch was. Entschuldige bitte, dass ich dich verdächtigt habe, George. Ja, er hat wenigstens Ehre und entschuldigt sich. Das ist ein Mann. So, ja, Seemannsgarn ist das alles. Jetzt wissen wir auch, was Alf sich damals im anderen Teil für Seemannsgarn geholt hat. Er hat sich die Legende vom Schatz geholt, um sie uns hinter die Nase zu binden. Naja, er war es nicht, das weiß ich selbst, aber ja. Wow, hört ihr, wie das gewittert? Vielleicht hat den Professor schon einen Blitz erwischt. Ja, vom Blitz getroffen. Vielleicht. Ja, vielleicht hat er Flash getroffen. Wir wissen es nicht. So, wir sollten uns nochmal... Ich sollte mich nochmal im Gästezimmer umsehen. Dann lauf los, wir warten hier so lange. Ach so, das war toll. Alle Gesprächsoptionen weg. Worauf wartest du noch? Nimm dich in Acht, falls der Professor zurückkommen sollte. Auf den du nicht aufgepasst hast. Wir haben alle unsere Hoffnung in dich gesetzt und du? Naja, eigentlich ist die Gruppe selbst schuld. Warum stellt man auch nicht Julian oder Dick dahin, um mir auf ihn aufzupassen? Wieso stellt man die Kleinste und Schwächste dahin, um ein übergiftiges, fettes Schwein aufzuhalten. Also... Das ist, als würdest du eine Heuschrecke darum bitten, ein richtiges Schwein aufzuhalten. Das kann doch überhaupt nicht funktionieren. Da stellt man dann zwei Ochsen entgegen. George, die Tür ist offen. Willst du mich verarschen? George... Och nö, och nö, komm. Danke sehr. Oh, das war jetzt aber echt schwer. Das war die Pantomime des Jahres. Das ist ja schön, aber dafür kriegen wir hier nichts. Also hier stimmt es noch nicht so richtig. So, jetzt mach doch mal auf. Nein, ich will nicht diese George. Nein, da war doch gerade was. Hier hat es doch gerade rot geblinkt. Na also, wenn ich am Teppich ziehe, dann... Da haben wir ja den Schinken. Ein belegtes Brot mit Schinken! Nee, den können wir nicht essen. Das sehe ich von hier aus. Ach! Sollen wir es aufschlitzen? Nee, okay.
Gut, dann gehen wir. So, back into the kitchen. Ey, wenn die jetzt schon wieder am Mampfen sind, ne? Dann werde ich aber langsam sauer, weil wir sind die Einzigen, die hier die ganze Arbeit machen. Und der Rest hockt irgendwie nur rum. So, komm, George. Sonst kommt noch ein Beschwerdebrief von Meister Yoda, wenn das so weitergeht. Wow, das ist ein richtig alter Wälzer. Seht mal, es gehörte meinem Ur-Ur-Urgroßvater, Captain Carey Thorndike. Dad hat mal erzählt, dass er ein bedeutender Seefahrer war. Er hat wohl auch gegen die Franzosen gekämpft. Natürlich hat er immer gewonnen. Spann uns nicht auf die Folter, George. Lies vor. Es scheint das Tagebuch vom alten Thorndike zu sein. In der letzten Eintragung schreibt er von einem schlimmen Sturm, der sein Schiff in arge Bedrängnis gebracht hat. Direkt vor der Felseninsel. Hey, seht her! Es ist das Bordbuch unseres alten Wracks! Unglaublich! Wie kommt es denn in den Besitz des Professors? Lies weiter, ich platze vor Neugier. Hab ich mir doch gedacht. Hör zu. Werden wir uns wohl der gerechten Strafe nicht entziehen können und elendiglich kentern? Die Geldgier meiner Männer hat uns ins Verderben gerissen. Das Gold bringt seinem Besitzer kein Glück. Habt ihr gehört? Ja, sie sind gekentert. Mensch, Leute, er hatte wirklich einen Schatz an Bord. Das ist das Geheimnis des Professors. Er ist nur hinter dem Wrack, unserem Wrack, her, um sich den Schatz unter den Nagel zu reißen. Wir müssen sofort los und ihn daran hindern. Ist das aufregend. Seht mal, das Gewitter hat auch nachgelassen. Worauf warten wir? Los geht's. Auf zum Schatz. Na endlich geht's mal los hier. In Folge 3 wird's ja auch mal langsam Zeit. Und wer ist das? Alf, du hast dich verändert. Was ist passiert? Hallo, George. Wie geht's denn so? Hallo, Joschka. Eigentlich ganz gut. Wir sind auf der Suche nach so einem älteren Typen mit dunklem Anzug. Hast du so jemanden gesehen? Ja, vor 2-3 Stunden war so eine Marke hier. Wollte unbedingt von mir zum Wrack gefahren werden. In dem Sturm und bei den gefährlichen Klippen. Irgendwie schwer lebensmüde. Hab ihm dann beschrieben, wie man hinkommt und weg war er. Mein Gott, ich glaube es nicht. Joschka Fischer, dass ich das noch erleben darf. Wie lange ist das genau her? Ja, nicht so lange, aber so genau weiß ich das nicht. Ich will ihn doch fragen, Mensch. War er allein? Nein, es war noch jemand bei ihm. Wie lange braucht man bis zum Wrack? Vielleicht eine Viertelstunde, aber man muss den Weg genau kennen. Wie kommen wir denn zum Wrack? Das ist eigentlich ganz leicht. Gefährlich sind nur die Klippen auf dem Weg dorthin. Die liegen nämlich zum Teil dicht unter der Wasseroberfläche, sodass man sie erst sieht, wenn man draufgelaufen ist. Aber seid vorsichtig. Die Klippen da draußen sind wirklich sehr gefährlich. Dem Schiff sind sie ja damals auch zum Verhängnis geworden. So, alles klar. Gut, dann müssen wir jetzt Boot nehmen. Müssen wir nicht. Wir müssen reden. Wir müssen nicht reden. Gibt es wirklich einen Schatz auf dem Schiff? Du fragst mich Sachen. Da sind schon einige runtergetaucht, um diesen Schatz zu finden, aber immer sind sie mit leeren Händen wieder hochgekommen. Ich weiß nur, dass dein Ur-Ur-Urgroßvater für die englische Krone in die Südsee gefahren ist und dass er nach einer Seeschlacht mit den Spaniern für seine Dienste mit Unmengen von Gold belohnt wurde. Glück gebracht hat ihm das nicht. Das Schiff ist auf der Heimfahrt gekentert, kurz vor seiner Insel. Die armen Seeleute. Ganz schön spannend, aber wir werden das Gold schon finden. Na, dann viel Erfolg beim Suchen.
Ja, nur was tun wir jetzt dafür? Wieso sind wir jetzt wieder eher? Es ist ja auch eigentlich eine Frechheit, ne? Dass wir immer nur Dick oder George sind. Also, dass wir Anne und Julian sind, ist ja mal wirklich ganz selten. So, jetzt hat ja Dick den Rucksack. Das muss ich ja bedenken. Unser Wanderrucksack wechselt ja immer die Person. So, und jetzt, ja, gute Frage. Was tun wir jetzt? Ja. Boah, ist das das Wrack? Ja, der Sturm heute Morgen muss es auf die Felsen gehoben haben. Sieht ganz schön gruselig aus. Das Wrack sollten wir mal näher unter die Lupe nehmen. Ruder doch mal rüber, George. Worauf warten wir noch? Auf zum Wrack? Wahnsinn! Puh, riecht das Schiff nach Fisch. Jahrhunderte auf dem Meeresboden gelegen. Und jetzt wirft der Sturm es wieder nach oben. Toll, damit wäre ich auch mal gern gefahren. Ja, großartig. Wir haben das Wrack gefunden und... ja, Sixpack Dick hat mal wieder zugeschlagen. Schieb das Ruderboot einfach ganz allein ins Wasser und ab die Fahrt, ne? Wenn wir den nicht hätten, wir wären jetzt schon völlig am Ende. Ja, und dann werden wir beim nächsten Mal natürlich das Wrack genauer unter die Lupe nehmen und gucken, was sich für Geheimnisse hier verbergen und wo dieser komische Professor Joschten abgeblieben ist. Also, wie immer heißt es, dranbleiben. Und bis zum nächsten Mal.